Hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Das Webinar heute ist Teil einer ganzen Reihe von Webinaren bei der DKE zum Thema Batterien. Die übrigen Seminare zum Compendium Batterien und zu den wirtschaftlichen und ökologischen Potenzialen von Second Life Traktionsbatterien können Sie sich bei uns in der Bibliothek auf www.dke.de anschauen. Im heutigen Seminar zum Thema Normungslandschaft von Batterien werden Normen zu Sicherheitsanforderungen von Batteriespeichern in verschiedenen Anwendungen und aktuelle Arbeiten zum Thema vorgestellt. Das Webinar wird ca. 30 bis 40 Minuten dauern. Dazu begrüße ich unsere heutige Referentin zu diesem Thema, Kerstin Sann. Kerstin ist Expertin in der DKE für das Thema Batterien. Hallo Kerstin, vielleicht sagst du ganz kurz was zu dir. Ja, vielen Dank, Sophia. Auch von meiner Seite möchte ich Sie begrüßen zu dem heutigen Webinar. Ich bin Diplomchemikerin von der Ausbildung her, habe nach meinem Diplom auch noch eine Doktorarbeit angefertigt bis Ende 2013 und habe mich dort mit Lithium-Ionen-Batterien beschäftigt, habe dort die Elektrolyte im Speziellen untersucht und bin dann direkt von der Uni zur DKE, habe dort Anfang 2014 als Projektmanagerin in der Standardisierung begonnen und ein Projekt im Bereich der Elektromobilität bearbeitet. Seit Anfang des letzten Jahres bin ich Normungsmanagerin in der DKE und organisiere die Gremien zu Batterien, welches auch der Grund für das heutige Webinar ist. Ich habe zusätzlich noch die Gremien Umweltaspekte und Erfassung von Stoffen und die Photovoltaikgremien, die ich organisiere. Genau, und deshalb freuen wir uns, dass wir dich für das heutige Webinar als Referentin gewinnen konnten. Noch ganz kurz was zu meiner Rolle. Ich bin heute hier Moderatorin und werde Sie durch die Veranstaltung führen. Ich bin auch Projektmanagerin bei der DKE im Bereich Standardisierung und Innovation. Und zwar seit Ende 2014 bearbeite ich ein Projekt für vernetzte IT-Sicherheit für kritische Infrastrukturen. Und davor habe ich meinen Bachelor of Engineering an der Hochschule Aschaffenburg gemacht. Das wäre es dann erstmal von meiner Seite und ich würde dich dann direkt an dich übergeben, dass du mit deinem Vortrag beginnen kannst. Vielen Dank, Sophia. Ich möchte Ihnen heute von der Normungslandschaft von Batterien berichten, wo es doch sehr stark auf die Anwendung ankommt. Es ist sehr spannend zu hören, dass doch viele hier noch nichts gehört haben. Ich versuche deshalb auch zu Beginn meines Vortrags zunächst ganz grobe Einteilungen, die wir hier vornehmen, bei den Normen aufzuzeigen und damit die Normungslandschaft Batterien zunächst mal einzuordnen. Habe dann im Verlauf des Vortrags aktuelle Normungsprojekte, auf die ich eingehen möchte und werde zum Schluss auch nochmal die Gremien darstellen, wo die Normen erarbeitet werden, falls dort dann auch Interesse besteht an dem einen oder anderen Projekt, dass Sie wissen, an wen Sie sich dort wenden können. Ja, grundsätzlich unterscheidet man Batterien ja nach Primärbatterien und Sekundärbatterien. Die Primärbatterien, die nicht wieder aufladbaren, während die Sekundärbatterien, die auch als Akkumulatoren bezeichnet werden, die wieder aufladbaren sind. Diese grobe Unterscheidung nehmen wir auch in der Normung vor. Das bedeutet, wir haben ein Gremium für die Primärbatterien und wir haben ein getrenntes Gremium für die Sekundärbatterien, die dazu Normen erarbeiten. Bei den Primärbatterien, sowas wie die Alkali-Mangan-Batterie, Zink-Luft-Batterie, die bekannt sind dafür, dass man sie in Uhren oder Ähnlichem auswechselt. Da gibt es eine Reihe, die IEC 60086, die diesen Bereich sehr gut abdeckt. Und ich werde mich deshalb heute auch auf die Sekundärbatterien und die Normung zu den Akkumulatoren, also zu den wiederaufladbaren Batterien, konzentrieren. Das ist auch eigentlich der größte Teil im Moment der Batterienormung, da bei den Primärbatterien doch schon recht viel genormt ist und gut genormt ist. Bei den Sekundärbatterien haben wir den Fall, dass lange Jahre die Bleiakkumulatoren, Nickel-Cadmium-Akkus, Nickel-Metallhydrid-Akkus bekannt waren, auch gut genormt sind und in letzter Zeit in der Anwendung natürlich immer stärker die Lithium-Batterien in den Fokus rücken, auch in den verschiedenen Anwendungsbereichen.
und dort die Normung das auch einfach berücksichtigen muss, dass die Batterienchemien hier nicht immer gleich oder ja nicht unbedingt die gleichen Sicherheitsanforderungen auch haben. Wie schon gesagt, hier die Normungslandschaft, die sich hier jetzt entwickelt, denn es kommt bei den Batterien, bei den Normen für Batterien sehr stark auf die Anwendung an. Wenn man mal recherchiert nach Batterienormen, wird man sehr schnell oft im Titel schon finden, dass es hier die portablen Anwendungen gibt. Das heißt, wir haben Normen zu Batterien, die in tragbaren Geräten eingesetzt sind. Dann haben wir die industriellen Anwendungen. Bei den industriellen Anwendungen sind sowohl ortsfeste als auch ortsveränderliche Anwendungen tatsächlich gemeint. Hier auf dem Bild ist auch schon ein Flurförderzeug zu sehen. Das sind die ortsänderlichen, veränderlichen Anwendungen in der Industrie, also Gabelstapler, auch in der Schifffahrt und Eisenbahn. Die ortsfesten Anwendungen, die hier in den industriellen Bereich fallen, das sind so Telekommunikationsanwendungen, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Notstromversorgung, alles, was dort mit Batterien ausgestattet wird, fällt in diesen Anwendungsbereich. Dann haben wir sehr stark im Fokus, so allgemein im, unter den Experten, die Elektrostraßenfahrzeuge. Ja, die rücken auch im Zuge der Energiewende immer stärker im Fokus. Von der Bundesregierung wurde ja ausgegeben, 1 Million Elektrostraßenfahrzeuge bis 2020. Von daher muss dort auch die Batterie als die Hauptkomponente aus meiner Sicht dort Normung erfahren. Dazu passend haben wir auch noch die Leichtelektrofahrzeuge. Pedelecs gehören mittlerweile zum Stand der Dinge auf deutschen Straßen und Fahrradwegen. Auch dazu haben und werden vor allem auch in häuslicher Umgebung häufig dann geladen. Und dann haben wir noch die stationären Speicher. Damit sind in der Normung, betrifft es meistens bisher, die stationären Heimspeicher tatsächlich, die sich auch in Privathaushalten dann oft befinden. Das sind so die Hauptanwendungsbereiche, die wir haben, wonach wir die Normen einteilen. Es gibt auch immer ein paar Normen, die sehr allgemein die Batterietechnik beschreiben. Aber grundsätzlich werden wir im Titel immer irgendwie einen Hinweis auf eine dieser Anwendungsbereiche finden. Ja, das heißt, es kommt auf die Anwendung an sich an, aber nicht ganz, denn die nächste Unterscheidung, wo Batterien sich dann oder die Batterienormen sich untergliedern, ist die Batteriechemie. Ich habe schon gesagt, wir hatten lange Jahre, war Stand der Technik der Bleisäure-Akku, dann Nickel-Cadmium, Nickel-Metall-Hydrid. Die hatten ähnliche Anforderungen aus Sicht der Normung, ähnliche Sicherheitsaspekte. Dort waren jetzt in den letzten Jahren war die Technologie sehr gut bekannt, die Gefahren damit auch. Die Normung hatte einen sehr guten Stand, das heißt, es ist ausreichend genormt eigentlich. Es sind auch einfache Ladeverfahren, die dort anzuwenden sind. Was man hier so aus chemischer Sicht hat, ist natürlich das Blei, was berücksichtigt werden muss und die Schwefelsäure, also viel Elektrolyt, der dann immer berücksichtigt wurde, entsprechend in der Sicherheitsnormung vor allem. Neuerdings, wobei so neu ist es auch schon gar nicht mehr, haben wir den Lithium-Ionen-Akkumulator sehr stark in der Anwendung. Hier kommen jetzt neue Aspekte hinzu, die sicherheitstechnisch einfach zu berücksichtigen sind. Also wir haben hier eine hohe Energiedichte, also deutlich höher. Beim Bleiakku hat man so 30 bis 40 Wattstunden pro Kilogramm gehabt. Bei Nickel-Metall-Hydrid lag man so bei 60 bis 80. Jetzt bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren liegen wir so bei 120, beginnt es. Es geht durchaus hoch auf 180 Wattstunden pro Kilogramm. Mittlerweile meine ich auch schon, sind wir teilweise schon bei 200 Wattstunden pro Kilogramm, wahrscheinlich noch nicht in der üblichen Anwendung, aber wir haben hier da durchaus eine 3- bis 4-fach höhere Energiedichte und zusätzlich auch noch eine empfindlichere Batteriechemie, denn vor allem bei Überladung, Tiefentladung, bei hohen Temperaturen
reagiert so ein Lithium-Ionen-Akkumulator doch deutlich empfindlicher als beispielsweise ein Bleisäure-Akkumulator. Und diese Dinge sind durch entsprechende Prüfungen, die in so Sicherheitsnormen häufig den Hauptteil darstellen, dann abzudecken. Auch eine Einzelzellenüberwachung ist bei den Lithium-Ionen-Akkumulatoren wichtig, sodass das auch ein zusätzlicher Aspekt ist, der in der Normung zu berücksichtigen ist. Hier mal so die zu berücksichtigen Gefährdungen, die so auch im Bereich der Normung dann kursieren, hier mal aufgelistet. Das sind dann vor allem im Bereich der Fehlanwendung so Gefährdungen wie der elektrische Schlag, Verbrennungen, Überladung, Wirkung von Flüssigkeiten war vor allem bei den Bleiakkumulatoren tatsächlich noch ein deutlich größeres Thema. Frei werdende Gase, hohe Temperatur, Tiefentladung, aber auch mechanische Gefährdungen neben den chemischen Gefährdungen. Das sind so die Gefährdungen, auf die man bei den Sicherheitsnormen jetzt eingeht. Ich möchte jetzt nicht auf die Grundlagen des Lithium-Ionen-Akkus oder Lithium-Ionen-Batterie eingehen. Dazu hat es gestern bereits ein Webinar gegeben und wir haben auch ein Kompendium im VDE-DKE veröffentlicht. Das ist auch unter dem Link, den Sie da unten sehen, zu erhalten. Dort sind tatsächlich die Grundlagen von Lithium-Ionen-Batterien und wie beispielsweise die eben genannten Gefährdungen auch durch die Batteriechemie zustande kommen, dargelegt. Es sind auch Bewertungskriterien enthalten und es gibt auch ein Kapitel zu den Gesetzen und Normen. Ich komme ja gleich noch auf die Normen, die so aktuell bearbeitet werden. Zu den Gesetzen ist zu sagen, die sind natürlich immer einzuhalten. Die stehen auch klar über den Normen. Wir haben im Bereich der Gesetze bei den Batterien das Batteriegesetz vor allem, das beachtet werden muss, wo wir Rücknahmepflichten und auch Kennzeichnungspflichten klar geregelt haben. Und dann gibt es noch die ADR. Also die Transportvorschrift für gefährliche Güter, die hat tatsächlich auch gesetzlichen Charakter, da sie in einer EU-Verordnung enthalten ist. Dort sind auch Prüfungen für Batterien beschrieben und enthalten, die durchgeführt werden müssen, bevor man eine Batterie tatsächlich transportieren will, da sie hier als gefährliche Güter dann auch gelten. Ich kann jetzt nochmal zusammenfassend die Einteilung der Normen für Batteriespeicher gezeigt. Also im ersten Schritt muss man immer gucken, was ist das Ziel der Norm? Ist Sicherheit oder Performance oder auch die Produktnorm die Grundlage? Bei den Batterien muss man sagen, sind es überwiegend doch Sicherheitsaspekte, die betrachtet werden, also Sicherheitsnormen. Im nächsten Schritt dann schauen, welche Anwendung ist denn genormt. Wie gesagt, unterscheiden wir dort portabel, stationär, industriell, Straßenfahrzeug, also das Elektrostraßenfahrzeug und Traktion habe ich hier auch nochmal extra aufgeführt, denn wer sich hier vielleicht wundert, wir haben in den Normen tatsächlich einen Unterschied zwischen Elektrostraßenfahrzeugen und den Batterien dafür und Traktionsbatterien. Also Antriebsbatterien, die Traktionsbatterien, wenn davon die Rede ist in der Norm, meinen wir da die Flurförderzeuge, sowas wie Gabelstapler und ähnliche. Und nicht die PKWs. Die nächste Unterscheidungsmöglichkeit ist dann noch die Batteriechemie, nach der man schauen muss. Hier werden die Normen nach säurehaltig, also nach dem Elektrolyten unterschieden, beziehungsweise alkalisch, nicht säurehaltig. Oder wir haben auch spezifisch den Fokus auf Blei, Nickel, Cadmium oder eben Lithium. Das steht dann im Anwendungsbereich der Norm. Hier ist also der Scope zu beachten, um herauszufinden, welche Norm für die Anwendung, die man hat oder den Fokus, den man hat, tatsächlich relevant ist. Also diese drei Ebenen unterscheiden wir dort.
Ja, ganz allgemein, da es doch hier den Rahmen sprengen würde, wenn ich jetzt hier auf verschiedenste Inhalte von Normen eingehen würde. Ganz allgemein die Inhalte von den Sicherheitsnormen für Batteriespeicher, die sind hier mal aufgezeigt. Also vom Aufbau her hat so eine Norm am Anfang in der Regel die generellen Sicherheitsüberlegungen. Im Fall von Batterien habe ich mal geguckt, betrifft das häufig dann die Isolation, die Druckentlastung, Anschlusskontakte, diese Regelungen. Dann haben wir häufig zu Kennzeichnungen etwas drinstehen, Warnhinweise. Auch Maße sind teilweise ein Thema. Und gerade bei den Sicherheitsnormen ist halt das Hauptkapitel die Prüfungen und die Prüfverfahren für die Batterien. Da haben wir neben der allgemeinen Fehlanwendung, was ist wie ein externer Kurzschluss, der da verursacht wird, oder eine Überladung, die dadurch die verursacht wird, haben wir hier noch die spezifischen Tests, die in der Regel enthalten sind. Das heißt mechanische Tests der Batterien, da wird auf Vibration oder auch der Crash-Test gemacht. Thermische Tests, da werden zum Beispiel hohe Temperaturen abgeprüft, wie ist dann das Verhalten der Batterie oder auch Zelle. Ich komme da gleich nochmal später drauf. Wir haben ja auch verschiedene Ebenen in einer solchen Batterie. Und nach den thermischen Tests haben wir noch die elektrischen Tests, wo geschaut wird, was passiert bei einem internen Kurzschluss. Auch das ist wieder der externe Kurzschluss, das heißt, die allgemeinen Fehlanwendungen tauchen auch teilweise unter diesen spezifischen Tests auf. Forcierte Entladungen, Überladungen, das sind so typische Tests, die bei den elektrischen Tests angesiedelt sind. Auch Hinweise zur Unterbringung, Räumlichkeiten, Entsorgung und auch zum Recycling finden sich in den Normen für die Batteriespeicher wieder. Wie gesagt, diese Tests können und werden auch auf verschiedenen Ebenen des Batterie oder sind auf verschiedenen Ebenen des Batteriespeichers durchzuführen. Also es gibt da Tests, die sind auf Zellebene durchzuführen, im Anschluss aber auch auf Modulebene. Beispielsweise so ein interner Kurzschluss, wenn das einen Brand der Zelle verursacht, dann muss auch geschaut werden, wie ist dann die Propagation, also wie verbreitet sich ein solcher Fehler von einer Zelle auf weitere Zellen in einem Modul auf, also das ist die nächsthöhere Ebene. Und auch Tests auf Systemebene, wo dann auch ein Batteriemanagementsystem enthalten ist, haben wir in den Normen enthalten. Alle drei Ebenen eines Batteriespeichers im Prinzip betrachtet. Das kommt aber auch immer ein bisschen auf die Anwendung drauf an, ob man Module eingesetzt werden oder ob man dann wirklich Batteriesysteme hat mit einem Managementsystem. Aber grundsätzlich gibt es hier die Unterscheidung Zelle, Modul, Batteriesystem. Das sind so die Ebenen. Ja, ich möchte jetzt gleich im Verlauf des Vortrags noch auf die aktuellen Normungsprojekte eingehen. Tatsächlich sind Batterien auch aufgrund der Anwendungsbereiche und der Batteriechemien recht umfangreich genormt. Das alles heute Ihnen hier aufzuzeigen, würde, denke ich, zu viel. Deshalb der Hinweis hier ist die deutsche Normungsroadmap Energiespeicher, wo nicht nur Batterien enthalten sind, da sind auch thermische Speicher und mechanische Speicher enthalten, aber auch ein Kapitel zu Batteriespeichern. Dort sind die Normen, die es gibt in dem Bereich, alle aufgelistet, auch mit dem erläuterten Scope. Es ist im Prinzip der Stand der Normung, das ist gut zur Übersicht und es sind am Ende auch Handlungsempfehlungen noch gegeben. Also wenn Sie sich insgesamt einen Überblick verschaffen wollen, was gibt es tatsächlich alles an Normen, dann empfehle ich Ihnen die deutsche Normungsroadmap Energiespeicher, die Sie auf der Homepage der DKE sich kostenlos herunterladen können. Ich will, wie gesagt, jetzt auf aktuelle Normungsprojekte eingehen. Und möchte das auch nach den Anwendungsbereichen trennen. Ich habe hier zunächst mal die aktuellen Projekte, die wir bearbeiten oder die bearbeitet werden, für die stationären Speicher. Die Normen, die wir bearbeiten,
haben auch hier noch die Unterscheidung, dass sie zum Großteil, und das ist auch gewünscht, auf internationaler Ebene entwickelt werden, gemeinsam mit allen anderen Nationen, die in der Normung aktiv sind. Wir haben aber auch immer mal Normen, die wir europäisch entwickeln. Und wir haben, wie man jetzt auch hier bei den stationären Speichern sieht, Anwendungsregeln, die tatsächlich rein nationale Dokumente sind, wo wir möglichst schnell auf nationaler Ebene hier in der Normung einfach was ja, in der Hand haben wollen. Was wir dann aber durchaus auch, so ist nämlich auch das Ziel, international dann auch wieder einspielen, um dort einen internationalen Standard draus zu machen. Also bei den stationären Speichern ist die Anwendungsregel mit der Zahl 2510-2, also die noch nicht so sehr in der Normung aktiv waren, die Normen haben alle so international und europäisch eine fünfstellige Zahl. Der Strich hinten, also wenn dann beispielsweise wie hier noch eine Strich 2 ist, das steht dann für die Teile. Bei den nationalen Dokumenten haben wir vierstellige Zahlen. Das ist in dem Fall dann die Nummer 2510-2, sagt den meisten dann wenig. Deswegen habe ich hier die Titel immer nochmal dazu geschrieben. Hier geht es um den Anschluss der stationären Energiespeichersysteme am Niederspannungsnetz. Das ist eine Anwendungsregel, die ist bereits veröffentlicht. Wie gesagt, ein nationales Dokument und ist eigentlich für Installationsbetriebe gedacht. Da geht es wirklich um den Anschluss, den Betrieb eines Speichers, wie muss da was dokumentiert werden, das ist dort enthalten. Was jetzt die Sicherheitsanforderungen der Lithium-Batterietechnologie an sich so betrifft, da haben wir einen Entwurf veröffentlicht mit der Nummer 2510-50, haben den auch schon relativ weit überarbeitet, sodass dort in Kürze auch noch eine Anwendungsregel folgen wird. Und dieses Thema haben wir auch schon begonnen, international einzuspielen. Das heißt, da wird im Moment eine Norm erarbeitet, ein internationaler Standard erarbeitet in der Reihe 62485, wem das ein Begriff ist. Und zwar soll da ein Teil 5, der wirklich jetzt die Technologie der Lithium-Ionen-Batterien für stationäre Anwendungen, also die Sicherheitsanforderungen dafür enthält. Der wird jetzt dort entwickelt. Da sind dann die Prüfverfahren enthalten, tatsächlich auf Zellebene, Batterieebene, was ist hier zu berücksichtigen. Ja, im Bereich der stationären Speicher ist noch die IEC 61427-2 zu erwähnen. Das sind wieder aufladbare Zellen und Batterien für die Speicherung erneuerbarer Energien. Und da gibt es einen Teil 1, die netzunabhängigen Anwendungen. Zuletzt ist jetzt mittlerweile aber auch veröffentlicht, das heißt eigentlich auch schon beendet das Projekt, zumindest bis es dann in eine Überarbeitung möglicherweise geht, die netzintegrierten Anwendungen. Auch was die Flow-Batterien betrifft, sind wir da auf internationaler Ebene dabei, hier eine Reihe zu entwickeln für stationäre Anwendungen, die dort die entsprechenden Sicherheitsaspekte, die so die Flow-Batterien mit sich bringen, mit doch sehr großem Elektrolytvolumen, die sie hier entsprechend zu berücksichtigen. Vielleicht zur Information, das wird tatsächlich sehr stark von asiatischen Ländern betrieben. Wir haben da in Deutschland nicht so die große Industrie, muss man sagen. Aber wir haben Mitarbeiter durchaus, die sich dort beteiligen. Ja, von den stationären Speichern möchte ich zu den Elektrostraßenfahrzeugen und den Leichtelektrofahrzeugen kommen. Ich möchte hier noch darauf hinweisen, dass die Elektrostraßenfahrzeuge, alles was Fahrzeugtechnik betrifft, auch von DIN noch mit genormt werden, beziehungsweise auch noch ein anderes Gremium bei IEC, als jetzt das, was sich speziell um die Batterien kümmert. Was die Batterien speziell in so einem Elektrofahrzeug betrifft, haben wir im Moment noch auch eine internationale Norm, die dort erarbeitet wird.
Ich habe hier dahinter immer noch mal das Dokumentenstadium geschrieben. Für die, die in der Normung aktiv sind, bin da jetzt nicht weiter drauf eingegangen. Es ist noch ein Arbeitsdokumentenstadium. Nach diesem Stadium kommt dann eigentlich schon so eine Final Draft Version, über die abgestimmt wird. Und hier haben wir jetzt auch die Lithium-Ionen-Sekundärzellen für den Antrieb von Elektrostraßenfahrzeugen. Hier gibt es einen neuen dritten Teil, der jetzt auch die Sicherheitsanforderungen an Zellen und Module im Speziellen enthält. Für die Leichtelektrofahrzeuge wurde auf europäischer Ebene, das sieht man hier EN, ein Standard entwickelt. Der ist im Moment auch so in der Final Draft Version, also der ist in Kürze dann als europäischer Standard zu erwarten. Sekundärbatterien für die LEV-Anwendungen. Da sind die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren speziell halt für diese Anwendungen nochmal erwähnt. Da kommen nämlich auch tatsächlich noch so Prüfungen dazu, wie beispielsweise klimatische Prüfungen, da so ein Akku ja tatsächlich auch bei so einem, beispielsweise wenn es bei einem Pedelec ist, auch Sonneneinstrahlungen und Ähnlichem ausgesetzt sind, was bei einem stationären Speicher, wenn man da den Raum oder die Umgebung definiert und das möglicherweise der Keller ist oder zumindest ein Dach drüber muss, sind solche Dinge nicht zu berücksichtigen. Das heißt, hier sind auch speziell nach Anwendung nochmal Sicherheitsanforderungen und Prüfungen enthalten. Das bedeutet aber, dass dieser Standard für die LEVs im Moment auch eigentlich schon in der abschließenden Phase ist von der Erarbeitung. Bei den portablen Anwendungen haben wir im Moment zwei Projekte auf internationaler Ebene, die bearbeitet werden. Man hier sieht geschlossene Sekundärzellen und Batterien für tragbare Anwendungen. Hier sieht man Edition 4, das heißt, das ist im Prinzip eine Überarbeitung nochmal. Da hat es schon drei Editionen vorher gegeben. Das ist jetzt auch eine technische Überarbeitung, die man hier vornimmt. Hier ist aber im Fokus Nickel-Cadmium, Nickel-Metall. Ist auch in so einem, die CDVs sind da als Dokumentenstadium. Das heißt, da ist jetzt auch ein Final Draft zur Abstimmung, also so die letzte Abstimmungsdokument, ein finales Dokument dann demnächst zu erwarten, sodass dieses Projekt auch schon recht weit fortgeschritten ist, diese Überarbeitung. Weiterhin haben wir dann noch die 6233. Ist auch für die Verwendung in tragbaren Geräte Sicherheitsanforderungen. Hier hat es schon mal eine 6233 gegeben, die jetzt in zwei Teile aufgeteilt wurde, nämlich Nickelsysteme und die Lithiumsysteme. Die werden parallel erarbeitet, aber hier haben wir jetzt tatsächlich auch in den tragbaren Anwendungen noch die Berücksichtigung, spezielle Berücksichtigung für Lithium. Auch hier sollte in Kürze eine finale Version zur Abstimmung gestellt werden, sodass das auch schon relativ weit fortgeschritten ist. Also so das Hauptarbeitsstadium ist das CD-Stadium. Für Committee Draft ist das die Abkürzung für die Teilnehmer, die hier noch nicht so in der Normung aktiv sind bisher. Ja, bei den industriellen Anwendungen, also da hatte ich ja schon gesagt, das sind ortsfeste Anwendungen wie Telekommunikation, Notstromversorgung, aber auch ortsveränderliche Anwendungen wie Gabelstapler, Golfmobile, Flurförderzeuge, die fahrerlos sind. Da ist die IEC 62619, also auch wieder ein internationaler Standard in der Erarbeitung. Auch hier wieder die speziellen Prüfungen, die bei den Belastungen, die die Batterien einfach in diesen Anwendungen ausgesetzt sind, dann berücksichtigt werden. Dazu ist zu sagen, hier ist bereits eine Überarbeitung in eine Edition 2 in Planung. Das heißt, hier wird sehr schnell die Überarbeitung kommen, denn auch hier sind wir, was die Edition 1 betrifft, schon
eigentlich über das eigentliche Arbeitsstadium hinaus. Wir erwarten da jetzt auch ein Final Draft zur Abstimmung, wo man durchaus nochmal letzte Kommentare einbringen kann, aber eigentlich ist das nur noch eine Ja-Nein-Abstimmung, die dort kommt. Und wenn wir da jetzt wirklich in den Prüfungen noch Änderungen vornehmen wollen, eine Überarbeitung vornehmen wollen, dafür ist dann die Edition 2 geplant, die direkt beginnen wird, die Überarbeitung, wenn Edition 1 veröffentlicht ist. So ist derzeit die Abstimmung. Auch hier habe ich jetzt noch den Teil, einen zweiten Teil, der unter diese Reihe 62485 auch einer der wichtigen Batteriestandardreihen, sage ich mal, ist, der Teil 6. Hier steht auch noch dahinter NP, das ist tatsächlich so der erste Aufschlag. Also das ist ein New Work Item Proposal. Da reicht man erstmal die Idee international ein und diese Arbeiten sind aber auch positiv zugestimmt worden von anderen Ländern. Hier kann die Arbeit auch beginnen und hat auch bereits begonnen für diesen Teil 6 für Traktionsbatterien. Die habe ich jetzt hier mal unter die industriellen Anwendungen genommen, weil das tatsächlich dann so hauptsächlich die Flurförderzeuge betrifft. Dann habe ich hier noch zwei Standards, die im Moment auch erarbeitet werden, die ich mal unter die allgemeine Anwendung gefasst habe. Die sind nicht so richtig zuzuordnen, wobei ich fast sagen würde, es geht hier nämlich auch um die Hochtemperaturanwendungen, dass das schon eher eine industrielle Anwendung möglicherweise sein wird. Da muss man auch sagen, haben wir von deutscher Seite wenig Expertise. Es wird auch sehr stark von Japan getrieben, während wir beispielsweise hier oben diese Teile der 62485 von deutscher Seite aus treiben und auch eingereicht haben. Und auch hier noch ein Standard, der von deutscher Seite eingereicht wurde. Das ist wirklich eine allgemeine Anwendung, das betrifft alle Anwendungen. Da geht es nämlich um die Kennzeichnungssymbole von Batterien. Und zwar geht es um die Kennzeichnung der Chemie. Bisher laut Batteriegesetz und ich glaube auch nach einer EU-Verordnung müssen die Schwermetalle gekennzeichnet sein und das Symbol durchgestrichene Mülltonne drauf sein. Das führt im Rückführprozess oder Recyclingprozess teilweise zu Problemen, da von den äußeren Gehäusen sich Bleiakkus und Lithiumakkus dann oft nicht unterscheiden und es dann durchaus auch Unfälle und Brände gibt, wenn das nicht entsprechend sortiert wird. Das heißt, das ist mehr so ein Standard, der in Richtung Recycling und Arbeitsschutz auf so Wertstoffhöfen abzielt, wo wirklich dann klar draufstehen sollte, es ist jetzt ein Lithium-Akku oder es ist Nickel-Akku oder es ist ein Blei-Akku. Darum geht es hier in diesem Standard, der tatsächlich sich im Moment in so einer Arbeitsversion befindet. Ja, damit habe ich Ihnen die aktuellen Projekte jetzt mal dargelegt, die wir bearbeiten. Wer bearbeitet das Ganze? In der DKE sind es als nationale Gremien der Spiegel der internationalen Arbeiten das K371, was sich um die wiederaufladbaren Batterien, also die Akkumulatoren, also fast alle Projekte, die ich Ihnen eben gezeigt habe, werden dort gespiegelt. Das kümmert sich darum. Mit thematischen Arbeitskreisen auch einigen dazu. International sind das die Gremien PC21 und SC, also ein Subkomitee, ein Unterkomitee 21a, die sich mit der Erarbeitung dieser Standards befassen. Bei den Primärbatterien haben wir das K372, da bin ich jetzt heute nicht so drauf eingegangen, mit PC35 bei IEC. Es sind aber durchaus auch noch andere Normungsgremien, die man hier berücksichtigen muss, die auch immer wieder großen Bezug zur Batteriespeichertechnik haben, im Bereich von stationären Speichern oder Anschluss von Speichern ans Netz, Systemintegration von elektrischen Speichern ist hier das UKAT bei 61.1 zu nennen. In der DKE mit dem internationalen Spiegel hier. Die Anwendungsregel haben wir in einem extra Arbeitskreis erarbeitet. Ja, auch die Gremien Elektrostraßenfahrzeuge, da findet ein reger Austausch statt. Photovoltaische Solarenergiesysteme ist natürlich auch gerade bei den stationären Speichern immer mit beteiligt oder auf jeden Fall interessiert.
Windenergieanlagen auch ein Thema, wo die Batteriespeicher Relevanz haben. Wenn es um die Einbindung der Speicher ins Netz geht, ist tatsächlich auch immer noch das FNN zu nennen, Forum Netztechnik, Netzbetrieb im VDE, die sich auch um Anschlussbedingungen, Anschlussregeln und Erarbeitung von VDE-Anwendungsregeln kümmern. Ja, das war ein Überblick von mir. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Sie alle irgendwie doch abholen konnte und Ihnen einen Überblick geben konnte, wie die Normungslandschaft von Batterien aufgebaut ist und aussieht und wie die aktuellen oder was für aktuelle Arbeiten derzeit so stattfinden. Danke. Gut, vielen Dank, Kerstin, für das informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen auch weiterverwenden. Wir haben jetzt noch einige Fragen in der Pipeline, die währenddessen aufgelaufen sind während des Webinars. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann haben Sie jetzt, während wir die aufgeschobenen beantworten, noch die Frage, die zu stellen. Und ansonsten können Sie sie im Nachgang natürlich auch direkt an Kerstin stellen, kerstin.zann@vde.com oder auch an dke-webinare@vde.com.